Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 3. Mai 2022. Macht ist nach wie vor ein Thema, das sowohl zur Überprüfung als auch zur Veränderung ansteht. Ihr seid so vielen Beispielen von Macht ausgesetzt. Ihr könnt es euch auch so vorstellen, dass das Universum euch jedes Einzelne vor die Nase hält und euch fragt, ist es das? Wie wäre es damit? Bis ihr die Version findet, die sich für euch gut und richtig anfühlt. Wahre Macht ist nicht wie die alte 3D-Version, mit der ihr so vertraut seid. Wahre Macht ist Ermächtigung, Befähigung für den Einzelnen und Befähigung für alle. Sie wartet mit Weisheit und Ermutigung auf, immer in der Absicht der Einheit, des Wohlbefindens, des Wachstums und der Unterstützung. Ermächtigung gründet sich auf Integrität, Wahrheit und Mitgefühl für alle. Wir wissen, dass es beunruhigend sein kann, wenn euer Planet in so viele unterschiedliche Richtungen zu gehen scheint, einhergehend mit so viel Spaltung und Trennung. Aber wir möchten, dass ihr versteht, dass diese Themen darum so vorherrschend sind, weil sie nun dafür anstehen, in etwas weitaus Menschlicheres, Bewussteres und Nachhaltigeres umgewandelt zu werden, während ihr euch weiter ins Neue bewegt. Ihr habt jetzt Gelegenheit, viel Klarheit über eure eigene persönliche Beziehung zur Macht zu gewinnen. Werdet euer eigener weiser Führer. Trefft die Entscheidungen, die ihr euch von euren Führern wünschen würdet. Seid Lehrer durch euer gutes Beispiel. Ihr könnt eure Energien für die Heilung von Trennungs- und Machtproblemen einsetzen, indem ihr den Widerstand gegen euch selbst aufgebt und durch eure Praktiken der Selbstliebe, Selbstannahme zu eurem eigenen friedlichen und harmonischen Königreich werdet. Jede Veränderung, die ihr in Richtung eurer eigenen Natur und authentischen Kraft vornehmt, ermöglicht euch, ein Anker für euren Planeten zu sein, der Unterstützung bei seiner eigenen Transformation sucht. Ihr seid Teil eines unglaublichen Kollektivs von Seelen, die sich zutiefst nach wahrer und dauerhafter Veränderung sehnen und die sich nun zusammenschließen und an Schwung hin zu den Veränderungen gewinnen, die ihr wahrhaft zu sein und zu sehen wünscht. Bleibt euch selbst und dem treu, von dem ihr tief in eurer Seele wisst, dass es richtig ist, und ihr könnt gar nicht anders, als erfolgreich zu sein. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, das mit der Macht, das ist eigentlich das gleiche in Grün wie mit der Liebe von gestern, ja. Und nebenbei, ja, ich habe jetzt den zweiten Teil noch nicht vorgelesen, weil heute wieder so ein Schlaftag war. Ein müder Tag, an dem einfach Energien fließen wollen und ich das wohl in einem geschäftigen Alltag nicht unterbringen würde. So interpretiere ich das mal. Aber ansonsten ist auch beim Thema Macht ganz viel von alten Glaubenssätzen und Vorstellungen geprägt, die eben verhindern, dass die Menschen ihre Macht annehmen wollen. Das ist auch wieder die Angst vor der eigenen Kraft, die viele haben, sodass sie dann lieber im Opfermodus bleiben und lieber in der Licht- und Liebe-Fraktion verweilen. Und wie gesagt, gegen Licht und Liebe ist nun wirklich nichts auszusetzen, aber Licht und Liebe only, ja, nur Licht und Liebe, das ist schwierig. Wobei natürlich, ja, letztendlich ist es ja ein Missverständnis wieder. Auch dieser Vorwurf des, ja, ausschließlich Licht- und Liebe-Lebens, das ist ja eigentlich nur deswegen ein berechtigter Vorwurf, weil man die Liebe nicht in ihrer Ganzheit annimmt. Weil Liebe bedeutet auch, Nein zu sagen. Liebe bedeutet auch, zu erkennen, wann eine Situation Macht und Kraft erfordert. Und nicht eben
Ja, wir kamen ja schon am Wochenende darauf, in diese Nettigkeit zu verfallen und diese mit Liebe zu verwechseln, weil Liebe mehr ist. Ja? Und im zweiten Abschnitt heißt es ja hier, wahre Macht ist nicht wie die alte 3D-Version, mit der ihr so vertraut seid. Wahre Macht ist Ermächtigung, Befähigung für den Einzelnen und Befähigung für alle. Sie wartet mit Weisheit und Ermutigung auf, immer in der Absicht der Einheit, des Wohlbefindens, des Wachstums und der Unterstützung. Ermächtigung gründet sich auf Integrität, Wahrheit und Mitgefühl für alle. Ja, und da war sie, die Wahrheit. Denn eine Nettigkeitsliebe kann man nur leben, wenn man nicht die Wahrheit lebt. Sobald Wahrheit im Spiel ist, ist es vorbei, ja, mit dem, oh, ich sag jetzt da nichts dazu. Ja, ihr wisst schon. Ja, was eben ein Missverständnis ist. Und es bedeutet nicht, dass man bei jeder Gelegenheit jedem die Wahrheit ins Gesicht klatschen muss. Das ist sicher nicht gemeint, ja. Aber wenn es drauf ankommt und wenn es eben dann von der Intuition her dran ist, deswegen immer angebunden sein an die Herzintelligenz, ja, an die wahre Intuition und nicht nur an das Bauchgefühl. Die können sehr eng miteinander verbunden sein, aber oft ist unser Bauchgefühl ja schon in gewisser Weise manipuliert. Ja. Zum Beispiel, ja, ich habe es ja gestern, glaube ich, erzählt, ja, als ich meine Freundin gefragt habe, ja, was sind denn noch deine Themen? Und sie dann eben so, ja, ich tue mich noch schwer mit so Unterlagen und Steuer und diesem Quatsch. Und ja, ist ja klar, ja, weil das will man ja nicht. Das ist wieder der Natur der Menschen. Ja. Das ist Sklavenunterlagen ausfüllen, sage ich jetzt einfach mal. Und das Witzige ist, dass man da sein Bauchgefühl einfach nur falsch deutet. Man denkt, man würde sich unwohl fühlen, und danach wäre es erledigt, danach würde man sich wieder gut fühlen, weil man das endlich gemacht hat, weil man ein guter Bürger, eine gute Bürgerin ist. Aber in Wirklichkeit fühlt man sich natürlich unwohl, ja, und ist auch angebunden an das, aber dann kommt der Verstand und interpretiert das Bauchgefühl falsch. Ja? Und das kann mit der Intuition nicht geschehen. Die Intuition ist immer angebunden an die Herzintelligenz, ja. An euer wahres Bewusstsein, an den wahren Kern von euch. Und deswegen ist Bauchgefühl, ja gut, es ist Interpretationssache. Ja? Wenn man sich unwohl fühlt in einer Situation, bedeutet das nicht, dass man jetzt raus muss aus der Situation oder dass man nur lernen muss, damit umzugehen. Ja? Sondern es ist einfach erstmal ein Hinweis, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und die falschen Glaubenssätze sorgen dann dafür, dass man sie dementsprechend interpretiert. Ja? Oder in dem Fall dementsprechend falsch interpretiert. Wuhu! Das war ein ordentliches Gewitter hier. Ich lasse das mal drin. Da seht ihr mal, was hier los ist in meinem Podcast. Hier gewittert's und donnert's, ja. Wenn das Wort ergriffen wird. Ja, aber holy moly. Dabei habe ich ihr erst gesagt, ja, unserer Erde, dass sie nicht so viel dazwischen reden soll, wenn ich spreche. Das ist unhöflich, man unterbricht die Leute nicht. Herrlich. Ja, andererseits sagt sie gerade, du sprichst gerade über Macht, hier ist meine. Ja, da geht nämlich ziemlich viel in der Natur. Und ich dachte auch gerade, wisst ihr, ich ärgere mich manchmal so ein bisschen als Tierbesitzer, dass wir ja unbedingt böllern müssen, ja. Katzen und Hunde, für die ist das wirklich ja wie Krieg. Aber ja, letztendlich haben wir gerade im Spätsommer immer diese Gewitter. Ja? Und da regt sich auch kein Tierbesitzer drüber auf, dass man das mal ausstellen muss. Und aufregen tue ich mich nicht deswegen. Aber ja, mir tut einfach der Kater leid. Übrigens, abgesehen davon, also normalerweise ist er ja unterm Bett, wenn es draußen donnert, also eben auf diese Silvester-unnatürliche Art und Weise. Jetzt ist er einfach nur neben mich auf meine Yogamatte gegangen und sitzt da. Ja, obwohl er eigentlich gerade erst was zu fressen bekommen hatte. Also darum geht es nicht, sondern er möchte einfach jetzt gerade in meiner Nähe sein. Ja, aber und das Bett ist eben auch nicht gehuscht. Also sind diese natürlichen Dinge auch für den Kater einfach selbstverständlicher. Ja, auch spannend.
Na gut, ja, wahre Macht der Natur, ja, da geht da nichts mehr, wenn die Mama zeigt, was Sache ist. Genau, und dennoch würde ich auch ihre Liebe nicht in Frage stellen. Aber gehen wir mal weiter im Text, wenn sie uns lässt, die Mama. Wir wissen, dass es beunruhigend sein kann, wenn euer Planet in so viele unterschiedliche Richtungen zu gehen scheint, einhergehend mit so viel Spaltung und Trennung. Aber wir möchten, dass ihr versteht, dass diese Themen darum so vorherrschend sind, weil sie nun dafür anstehen, in etwas weitaus Menschlicheres, Bewussteres und Nachhaltigeres umgewandelt zu werden, während ihr euch weiter ins Neue bewegt. Ja, das haben wir schon oft gesagt bekommen, ist manchmal schwer vorstellbar und ja, man sieht halt, was im Außen geschieht und ich komme schon ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, ja, als es den Jugoslawienkrieg gab, so ja, auch fast direkt vor der Haustür, mitten in Europa und ich kann euch nicht sagen, ob die Menschen damals anders reagiert haben, ja. Ich habe nicht viel davon mitbekommen, ich habe nicht viel verstanden davon. Ich habe mich davon wirklich ferngehalten. Ja. Ich fand es gruselig, all die Berichte, die damals dann eben ja, über die Medien verbreitet wurden. Und ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Also ich habe gemerkt, das ist etwas, das ist mir zu hoch gewesen damals. Ja. Und auch jetzt habe ich mich nur sehr oberflächlich damit beschäftigt, um letztendlich immer wieder rauszufinden, dass ich weiß, dass ich nicht weiß. Ja. Da wird so viel verbreitet, hüben wie drüben, dass man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann, ja, und sagt, ja gut, also. Und dann die spirituelle Wahrheit dahinter, dass daraus etwas Menschlicheres, Bewussteres und Nachhaltigeres entstehen soll, ja, ich bin gespannt. Das darf dann auf jeden Fall nicht so lange dauern. Also klar, es gibt natürlich schon Teilwahrheiten, die dann immer rauskommen und wo man dann sagt, ja, verstehe, ja. Aber das ist nichts Bahnbrechendes. Das sind wirklich nur so Kleinigkeiten, wo man wieder ein paar Erkenntnisse hat. Ja? Und das betrifft aber alles. Ja? Und es gibt dennoch eine vielleicht bewusstere Reaktion mittlerweile der Menschheit darauf. Ich kann es aber nicht gut einschätzen, weil ich wirklich nur mit sehr bewussten Menschen Kontakt habe. Ja? Deswegen weiß ich gar nicht gerade, ja, das könnt ihr vielleicht besser einschätzen, wie eure Arbeitskollegen mit den Themen umgehen, ob die eben auch ja nicht mehr ganz so schnell auf die Propaganda reinfallen, ja, von wem auch immer, sondern einfach eher verstehen, dass man nicht wirklich weiß, was vor sich geht. Und das ist schon super, ja, wenn man merkt, dass nicht alles so dargestellt wird, wie es vielleicht ist. Ja. Egal von welcher Seite letztendlich, ja, das wird uns ja gezeigt. Ja. Und dennoch bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir uns auf eine sehr gute neue Zeit zu bewegen, ja. Und ja, dennoch, ihr wisst ja, mein Konto ist immer noch zu, aber schauen wir mal, was bei rumkommt, ja. Morgen ist so ein bisschen mein Deadline-Day. Und mal schauen. Das ist halt auch persönlich dann immer so eine Sache, ja. Und auch das hat mit Macht zu tun, ja, weil man ja sich in gewisser Weise, wenn solche Übergriffigkeiten geschehen, machtlos fühlt, ja. Wir sind es aber nicht. Ich habe zum Beispiel ganz bewusst niemandem verstärktes Karma gewünscht, der gerade in diese Sache gegen mich involviert ist. Das könnte ich, das wäre sogar in Ordnung, aber ich habe auch verstanden, dass ich mit denen ja so noch gar nicht gesprochen habe. Das heißt, denen fehlen vielleicht noch die Informationen, die sie anders handeln lassen würden. Ja? Und man darf das übrigens nicht verwechseln. Es geht darum, wenn man jemandem verstärktes Karma wünscht, dann geht es nicht darum, dass man den verflucht in so einer Art und Weise, sondern es geht darum, und da geht es wieder um Macht, die alle integriert und es geht darum, dass es ein Karma gibt, dass dem Menschen, den es betrifft, dass dem wirklich klar ist, was er macht. Ja? Das heißt, wenn man so mild wie möglich reagiert, ist es oft nicht der Wachrüttler, den andere brauchen. Wir reden ja hier über die Geldeintreiber des Systems, ja, und das darf denen schon sehr bewusst sein, was sie machen, ja, so wie ich auch den zwei Polizisten, als sie mich 2019 hier abgeholt haben, habe ich ihnen gesagt, das sage ich jetzt nur einfach mal kurz, vielleicht könnt ihr nichts damit anfangen, aber ihr brecht gerade kosmisches Gesetz.
weil ich ein autarkes, freies Wesen bin und ihr das, was ihr jetzt macht, nicht machen dürft. Und gut, die haben zugehört und es hat sie nicht interessiert, aber das ist eben auch Macht, dass man dem anderen deutlich aufzeigt, dass diese Situation hätte anders gelöst werden können, dass er einen Fehler macht bei dem, was er tut und so weiter und so fort. Dass man dem anderen auch eine Chance gibt, wirklich umzudenken. Ja? Und natürlich weiß ich auch, dass Karma niemals über alle Maßen zuschlagen würde, ja? Sondern das ist ja göttlich geführt. Das kann den Lebensplan des anderen nicht gefährden und so weiter und so fort. Ja? Es geht aber schon darum, dass der andere wirklich eine Chance bekommt, zu verstehen, die Wahrheit zu erkennen, zumindest zu einem gewissen Maße. Ja? Das ist auch Macht. Das ist tatsächlich Macht und das ist nicht rachsüchtig. In dieser Energie bin ich dann auch nie. Ja? Den Menschen habe ich schon vergeben. Ich verstehe auch, wo die stehen. Aber es ist auch meine Aufgabe, ein Feedback zu geben. Und im Physischen bin ich mir da manchmal nicht ganz sicher. Ja? Wie soll ich reagieren? Ja, ich könnte mich auch total stur stellen, ja? Und vielleicht auch sogar dementsprechend handeln, ja? Wenn jemand dir was wegnimmt, ja? Und dementsprechend reagieren. Aber gut, da habe ich noch keinen Impuls bekommen. Ich bin da auch sehr gut angebunden. Im Prinzip tun mir die auch in gewisser Weise leid. Oder besser gesagt, ja, das ist... Wuhu, die Mama wieder. Genau, Mama, ich weiß, das ist der falsche Ausdruck gewesen. Ja? Ich habe Mitgefühl für diese Menschen. Hat sie wieder reingesprochen, ja, wenn hier was falsch läuft. Sehr süß. Naja, ebenfalls ist meine jetzige Situation auch eine Gelegenheit, viel Klarheit über meine eigene persönliche Beziehung zur Macht zu gewinnen. Genauso wie es hier steht. Und werdet euer eigener weiser Führer. Trefft die Entscheidungen, die ihr euch von euren Führern wünschen würdet. Seid Lehrer durch euer gutes Beispiel. Ihr könnt eure Energien für die Heilung von Trennungs- und Machtproblemen einsetzen, indem ihr den Widerstand gegen euch selbst aufgebt und durch eure Praktiken der Selbstliebe, Selbstannahme zu eurem eigenen friedlichen und harmonischen Königreich werdet. Ach, das ist so schön, ja? Dass wir unser eigenes harmonisches und friedliches Königreich werden können. Ja, das hört sich anstrebenswert an. Ja, und dann jede Veränderung, die ihr in Richtung eurer eigenen Natur und authentischen Kraft vornehmt, ermöglicht euch, ein Anker für euren Planeten zu sein, der Unterstützung bei seiner eigenen Transformation sucht. So witzig, ich habe jetzt schon zum zweiten Mal statt der die vorgelesen, ja? Weil es einfach die Erde ist, die Mama eben. Ja? Und witzigerweise ist die Sonne der Papa. Genau. Ja, und wenn ihr euch wundert, ja, da ist sie wieder, dass ihr es nicht gehört habt, ich habe es natürlich umgeschnitten, ja? Weil ich mich nach dem Versprechern ja immer mit diesem, ja, da muss ich schauen, dass ich es nicht rausschneide, in dem Fall darf es ja drin bleiben, mir dann auch immer optischen Hinweis darauf gebe, dass hier was falsch ist, damit ich hier schneiden muss, ja? Wenn ich mal durchhusche durch den Schnitt. Ja, und wir sind Teil eines unglaublichen Kollektivs von Seelen, die sich zutiefst nach wahrer und dauerhafter Veränderung sehnen. Und das habe ich kurz beim Vorlesen wirklich gefühlt. Ja, wie viele wir sind, die wahrhafte Veränderungen sehen wollen und dabei auch bereit sind, sich selbst zu ändern. Das ist ja das Geheimnis. Das ist ja der Trick, der kleine eigentlich, der aber riesengroße Auswirkungen hat. Ja. Jeder kleine Schritt ändert das Außen immer mehr. Und deswegen auch der Schluss hier. Die Veränderung, die ihr wahrhaft zu sein und zu sehen wünscht, also die Veränderung, die wir auch sein müssen. Und deswegen müssen wir uns auch verändern. Ja? Und wie gesagt wieder, ja, das schöne Müssen. Ja, du musst, ich muss gar nichts. Ja? Das ist auch so ein schöner esoterischer Wirrwarr. Habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Und wahrscheinlich sogar schon mal öfter drüber gesprochen, weil es wirklich wichtig ist. Wenn ihr in 10 Minuten mit dem Auto wo ankommen wollt, wo ihr in 10 Minuten auch sein wollt, dann dürft ihr nicht in die falsche Richtung fahren. Dann müsst ihr in die richtige Richtung fahren. So ist es. Haltet es aus. Ja, und deswegen finden diese Worte eben auch in spirituellen Texten Verwendung. Es ist eine Anleitung, die wir ja oft haben. Ja, es ist ein Schulungssystem. Channelings sind Schulungen für die Menschheit.
Und wenn es so einfach wäre, wenn es nur einen Weg geben würde, auch der arkturianische Rat hat heute drüber gesprochen, ja, dann wäre die Gebrauchsanleitung viel einfacher. Aber so ist es nicht, ja. Es gibt nicht nur einen Weg. Bleibt euch selbst und dem treu, von dem ihr tief in eurer Seele wisst, dass es richtig ist. Und ihr könnt gar nicht anders als erfolgreich sein. Und das war wieder eine Bestätigung auch für meine momentane private Situation, dass ich da standhaft bleibe, ja, dass ich mich nicht verdrehe und alles mache, damit das System mich wieder lieb hat. Mache ich nicht. Ja. Na gut, ihr Lieben, ja, dann freue ich mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, Servus. Wuhu. Yippie. Und jetzt werden Donnern schön. Ich krieg keins. Alles klar, bis dann. Ciao. Wuhu.